Eine weitere Highlight-Entscheidung an diesem Tage steht bevor. Attention. Der Männer-Doppelzweier ist unterwegs. Gleichmäßigkeit ist Trumpf, schwungvoll arbeiten, mal wieder versuchen, einen guten Arbeitsweg erstmal zu haben, optimalen Arbeitsweg zu haben. Meine Aufgabe ist die Betreuung von Lars und Timo und zusätzlich halt auch den Zweier von Stefan und Hole zu betreuen. Ja, man muss natürlich schon aufpassen, dass man keinem das Gefühl gibt, ihn irgendwie zu bevorteilen oder dem anderen Zweier das Gefühl gibt, dass man den anderen bevorteilt, auch die Betreuung doch ausgewogen macht und ja, einfach für jeden das Beste gibt. Duisburg ist für uns insofern wichtig, als dass wir, Tole und ich, uns als der deutsche Doppelzweier durchsetzen wollen. Wir müssen da dann gegen Lars und Timo antreten. Die können halt auch einen schnellen Zweier fahren, das haben die letztes Jahr gezeigt. Da müssen wir gegen anstinken und vorbeifahren. Wir werden das Ding gewinnen. Das ist ganz einfach. Ich weiß schon mal, wie ich hier stand und gesagt habe, ich werde Gold holen auf der U23 WM. Habe ich geschafft. Und der Zweier ist einfach nochmal eine krassere Wucht jetzt als das Ding damals. Und keine Ahnung, ich bin mir noch deutlich sicherer, dass wir das schaffen werden. Also ich denke schon, dass wir uns als die Gejagten bezeichnen können oder müssen. Ich meine, wir haben ja was zu verteidigen. Wir sind letztes Jahr den Zweier gefahren. Wir wollen ihn wieder fahren. Jetzt kommt der richtige Kampf. Wir haben gesagt, wenn es einen Zweier gibt, der beide Tage gewinnt, dann wird der auf jeden Fall erstmal der deutsche Doppelzweier für die EM sein. Und das akzeptieren wir dann. Ne? Schwierig ist immer, wenn dann wirklich eine Entscheidung gefällt werden muss, die eben nicht so nachvollziehbar ist für die Sportler. Und ich kenne mich ja. Ich weiß auch, dass ich mich weniger mit den Siegern freuen werde, als mehr mit den Verlierern trauern werde. Insofern wird dieses Wochenende definitiv kein Freudenfest für mich. Also das ist klar. Leichtgewichtsfrauen-Doppelzweier ist unser nächstes Rennen hier. Natürlich freue ich mich total, ihm dabei zuzugucken, bei dem, was er macht, also beziehungsweise was er liebt. Und natürlich bin ich auch für ihn mit aufgeregt und bin total gespannt, was am Ende rauskommt, ja. Heute entscheidet sich natürlich dann erstmal, ob sie beiden im Zweier weiterfahren dürfen, was natürlich derer beiden Traum ist. Und von daher denke ich schon, dass das heute sehr, sehr, sehr wichtig ist, ja. Also ich glaube, jetzt geht's gleich los. Eine weitere Highlight-Entscheidung an diesem Tage steht bevor, der Männer-Doppelzweier. Timo Piontek, Lars, die Stefan Brüger und Meter gerudert haben, es führt das Boot mit der Startnummer 8, Timo Piontek, Lars Hartig. Ich hoffe, das geht so weiter.
Führungswechsel. Stefan Krüger und Tim Ohlenaske sind an Lars Hartig und Timo Piontek hier vorbei. Also nicht, weil die verloren haben, sondern weil es wäre andersrum halt genauso gewesen. Ne? Tja, man leidet halt mit denen, die hinten sind. Aber geiles Rennen von Stefan, also war schon gut. Ich glaube, so ein Stück hinter dem Vize-Weltmeister. Und das nach dem ersten gemeinsamen Rennen ist schon richtig geil. Also, vor allem, wenn man auch noch bedenkt, dass Stefan wirklich so bei 80% war. Second position for Germany and now third position for Germany boat 2. Also ich habe das Boot morgen abgemeldet. Ich saß die ganze letzte Woche nicht wirklich im Boot. Also ich hatte einen Infekt, war krank. Ich habe heute mit Tole deutlich gewonnen. Ich saß die ganze letzte Woche zweimal mit Tole im Boot. Wir haben keine Vorbereitung gehabt. Also dann soll mal jemand sagen, dass man sein volles Potenzial nicht zeigen konnte. Wenn das jemand sagen kann, dann wir. Und wir haben halt deutlich gewonnen. So. Unser Ziel ist, die Schweizer zu schlagen heute, weil die gestern das Rennen gewonnen haben. Und so können wir dann nochmal beweisen, dass wir auf jeden Fall da trotzdem mitmischen können oder vielleicht besser sogar sind. Genau, fertig. Werkzeug kannst du mir geben? Der Kampf um den Zweier ist noch nicht zu Ende. Wir wissen, dass sie extrem schnell am Start sein können. Und hoffen, dass sie am Schluss langsamer werden. Genau. Das so, ist gut zusammengefasst. Das hat ein paar Mal geklappt und ein paar andere Mal auch nicht geklappt. Genau. Ja. Aber wir werden sicher alles geben. Einfach unser Bestes. Und dann ja, liegt es dann am Deutschen Ruderverband zu entscheiden.
Ding gerockt. Barnabede Lars und Roman Rösli gewinnen vor Timo Piontek und Lars Hartig. Ich habe befürchtet, dass es so kommt, ja. Leider ist es eben so gelaufen, dass wir jetzt kein klares Ergebnis in dem Sinne haben. Und das meine ich damit, ich habe es befürchtet, dass es so kommt, weil man eben jetzt nicht eine klare sportliche Entscheidung so in dem Sinne hat, zwei Tage, zwei Siege, sondern eben ein Tag praktisch der vorne, der andere der vorne, weil der andere nicht da war. Und das macht es eben jetzt schwierig. Das hat ja heute gar nicht funktioniert, ne? Wahrscheinlich, weil wir so aufgeraucht waren. Wenn wir nicht perfekt zusammenrudern und das nicht perfekt harmoniert, dann ist es einfach schwer. Und wir haben es einfach nicht perfekt gemacht. Wir sind nicht so gut gerudert, wie wir es können. Und das ist dann unser Verhängnis gewesen. Und dann irgendwann konnten wir einfach dieses Tempo nicht mehr mithalten. Es ging einfach nicht. Klar waren Stefan und Tole gestern schneller als wir. Aber andererseits sind sie heute nicht am Start gewesen. Wir sind heute auch ein gutes Rennen gefahren. Also muss man abwarten, was die Trainer jetzt entscheiden.